Das Training der Oberarmmuskulatur aus anatomischer und biomechanischer Sicht. Ich möchte in diesem Video das Training des Musculus Biceps Brachii und Musculus Triceps Brachii erläutern, die anatomischen, biomechanischen Gegebenheiten besprechen und welche Möglichkeiten wir haben, diese im Rahmen unseres Trainings sinnvoll einzusetzen. Wir beginnen mit der ventralen Muskulatur. Hier haben wir im Prinzip drei Muskeln, die für uns bedeutsam sein können im Kraftsport. Und zwar der größte Muskel zuerst, der Musculus Biceps Brachii. Der Musculus Biceps Brachii besitzt zwei Köpfe, wie der Name schon vermuten lässt. Es gibt ein Caput Longum und es gibt ein Caput Breve. Unter dem Musculus Biceps Brachii finden wir an der Ventralseite des Humerus einen eingelenkigen Muskel, den Musculus brachialis. Er hat eine andere Ansatzsehne und setzt eben nicht am Radius an, sondern an der Ulna. Als dritten Muskel finden wir den Musculus coracobrachialis, der im weitesten Sinne auch zur Oberarmmuskulatur gerechnet werden kann. Seine Insertion, also sein Ursprung, finden wir am Prozessus coracoideus an der Scapula. So, kommen wir zurück zum Musculus Biceps Brachii. Der Musculus Biceps Brachii, wie gesagt, besitzt zwei Köpfe. Caput Longum ist ein zweigelenkiger Kopf und das Caput Breve ist ein eingelenkiger Kopf. Diese beiden Köpfe sind deswegen interessant, weil das Caput Breve, das ja am Prozessus coracoideus inseriert, nur die reine Flexion überwiegend ausführen kann und wenig zur Anteversion, also Vorführung im Glenohumeralgelenk beitragen kann. Hingegen ist das Caput Longum ein zweigelenkiger Kopf. Und dieser zweigelenkige Kopf, der inseriert an der Scapula, und zwar am Tuberculum supraglenoidale. Und er hat auch, wenn man sich das Bild anschaut, eine ganz wichtige Bedeutung, was die Stabilisation des Humeruskopfes in der Pfanne bedeutet. Das heißt also, durch seinen Verlauf hat diese Sehne wichtige Bedeutung, wenn es darum geht, den Oberarmkopf, der ja eine große Kugel hat und eine Kleinpfanne, insofern ein Gelenk der Superlative mit viel Mobilität, das wir uns aber erkaufen, mit wenig Stabilität. Und das ist im Prinzip genau das Problem, auf das wir im Kraftsport auch achten müssen. Das Glenohumeralgelenk, zu Deutsch Schultergelenk, ist ein sehr mobiles Gelenk, aber es ist nicht sonderlich stabil. Deswegen ist es für uns wichtig, wenn wir davon mal ein bisschen den Fokus auf die Stabilität legen, dass wir die Rotatorenmanschette ebenfalls trainieren, also Musculus supraspinatus, subscapularis, teres minor. Das sind wichtige Muskeln, vor allem auch der Infraspinatus ist ein ganz wichtiger Part der Rotatorenmanschette, die oft in ihren Kräfteverhältnissen nicht ausgeglichen sind und nicht ausreichend ausgeglichen trainiert werden. Das spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Zurück zum Training der Oberarmmuskulatur. Unterhalb des Musculus Biceps Brachii, wenn wir den langen Kopf und den kurzen Kopf entfernen, finden wir den Musculus brachialis. Der Musculus brachialis ist zugleich der stärkste Beuger im Ellbogengelenk. Der Ansatz des Musculus brachialis ist nicht wie ein Bizeps die Tuberositas radii, sondern es ist die Ulna, also die Elle. Elle und Speiche setze ich erst gegeben voraus. Das bedeutet also, dieser Muskel ist rein eingelenkig und seine Position spielt keine Rolle im Glenohumeralgelenk. Dieser Muskel beugt immer. Er beugt immer im Ellbogengelenk und er beugt oder antevertiert nicht im Glenohumeralgelenk. Ich rekapituliere. Der Musculus Biceps Brachii, der für uns Athleten eigentlich der bedeutsamste Muskel im Hinblick auf die Funktionalität, besitzt zwei Köpfe, einen kurzen Kopf und einen langen Kopf. Wenn ich den langen Kopf trainieren möchte, und den kurzen Kopf natürlich dann auch mit involviere, dann kann ich den Arm hinter den Körper führen. Das wäre zum Beispiel der Kurzhandel-Curl auf einer leicht nach 45 Grad geneigten Schrägbank. Somit besitzt mein Schultergelenk eine gewisse Retroversion und ich habe eine Stretch-Position
für den langen Bizepskopf. Für den kurzen Bizepskopf spielt diese Position keine Rolle, weil er ohnehin mitarbeitet. Dann haben wir die mittlere Position, wo weder der lange Kopf noch der kurze Kopf irgendwo gedehnt oder angenähert sind. Das entspricht der mittleren Bewegungsposition. Das wäre beispielsweise der klassische Langhandel-Curls in aufrechter Position im Stehen. Dann haben wir eine Position in Anteversion, wo wir den Arm im Schultergelenk, im Glenohumeralgelenk in Anteversion gebracht haben. Und insofern der lange Kopf, der hier am Tuberculum supraglenoidale inseriert an der Scapula, indem wir den quasi annähern und dadurch wird dieser Muskel quasi aktiv insuffizient. Also er hat nicht mehr die volle Kraft, nicht mehr die volle Kraftleistung, die er entfalten kann aufgrund der Zusammenführung des Sarkomers. Das Sarkomer sind die Kontraktilelemente Actin und Myosin. Dazu zu einem späteren Zeitpunkt etwas mehr. In einem anderen Video. Wichtig ist zu verstehen, ich kann zweigelenkige Muskeln in drei Positionen trainieren. In einer Stretch-Position mit Arm, in diesem Fall hinter dem Körper. In einer mittleren Position, Langhandel-Curls. Und in einer Stretch, in einer Höchstkontraktionsposition, wo zum Beispiel der lange Kopf aktiv insuffizient ist. Insofern kann natürlich der kurze Kopf effektiver belastet werden bei dem Scott Curl zum Beispiel an einer Maschine oder auch mit einer SZ-Stange. Also diese drei Positionen kann man sowohl beim Training der Armmuskulatur im Falle Bizeps Brachii als auch Trizeps Brachii dementsprechend berücksichtigen. In gleicher Weise geht es natürlich auch mit dem Quadrizeps. Hier ist der einzige Muskel, der zweigelenkig ist, der Rectus Femoris, weil der dementsprechend vom Ilium kommt und alle anderen Muskeln, Vastus Medialis, Vastus Lateralis, Vastus Intermedius, sind eingelenkige Muskeln, die ich im Prinzip mit Beinstrecker suffizient trainieren könnte. Der Rectus Femoris hingegen ist der einzige zweigelenkige Muskel, also das Prinzip wiederholt sich. Bei der ischokoralen Muskulatur ist es ähnlich. Da ist der Bizeps, Bizeps femoris, hat einen langen Kopf, der vom Tuber ischiaticum kommt und einen kurzen Kopf, der von der lateralen Labium laterale der Linie aspera kommt, vom Femur. Für Semimembranosus, also der membranöse Muskel, und Semitendinosus, der tendinöse, feinere Muskel, die sind zweigelenkig, weil sie beide vom Tuber ischiaticum inserieren und an der medialen Seite, an der Tibia, inserieren. Wohingegen das Caput breve, das Bizeps femoris, an der Fibula lateral inseriert. Das hat wichtige Bedeutung für die rotatorischen Komponenten. Aber ich möchte an dieser Stelle nur verdeutlichen, dass immer wichtig ist, es gibt Muskeln, die sind zweigelenkig und es gibt Muskeln, die sind eingelenkig. Insofern ist es meistens so, dass bei Grundübungen auch zweigelenkige Muskeln eingesetzt werden und dementsprechend ich durch die Veränderung der Position Akzente setzen kann. Der Innervationsbereich des Musculus Biceps Brachii ist der Nervus musculocutaneus. Und der Brachialis, um es nochmal expresses Verbis zu sagen, der arbeitet immer, egal in welcher Position. Ob Höchstkontraktionsposition, ob mittlere Position des Langhandel-Curl oder ob Stretch-Position, der Brachialis arbeitet immer. Dann haben wir noch den Brachioradialis, der zählt aber zu den Unterarmmuskeln. Ich möchte ihn nur der Vollständigkeit halber mit besprechen. Den Muskel bearbeiten wir am besten in einer Semipronation, also nicht Supination, Handfläche nach oben, Pronation, Handfläche nach unten, sondern wir bearbeiten ihn am besten in Semipronation. Zwischen Supination und Pronation arbeiten wir am Brachioradialis, der zum Processus Styloides Radii inseriert, ansetzt und hier von der lateralen Seite des Humerus kommt. Diesen Muskel bearbeiten wir am besten mit dem Hammer Curl.
So viel zum Thema der Bizepsmuskulatur. Bei der Trizepsmuskulatur, hier haben wir, wie der Name schon vermuten lässt, einen dreiköpfigen Muskel. Auch hier haben wir unterschiedliche Insertionen, aber diesmal den gleichen Ansatz. Und der Ansatz ist für alle drei Muskeln am Olecranon, nämlich hier. Das ist die Elle. Die Rauigkeit, der größte Vorsprung an der Elle. Muskel inserieren sehr häufig an großen Stellen, an prominenten Positionen am Knochen. Wenn wir jetzt den Trizeps brachii anschauen, das ist der dreiköpfige Extensor, also Strecker, im Ellbogengelenk. Und dieser Muskel hat eine Besonderheit. Im Prinzip ist es ein Konglomerat aus zwei kurzen Köpfen und einem langen Kopf. Die beiden kurzen Köpfe kommen jeweils von der Dorsalfläche des Humerus medial sowie lateral, jeweils unterhalb dem Sulcus Nervus Radialis. Der Sulcus Nervi Radialis ist deswegen bedeutsam, weil es ein Sulcus ist, in dem der Radialnerv verläuft und die Muskulatur versorgt, die Streckmuskulatur, also die Muskulatur des Trizeps brachii. Und das ist bedeutsam, diese anatomische Begebenheit zu kennen, denn wenn wir eine Humerusfraktur haben, dann unterscheiden wir die Humerusfraktur von der Humerusschaftfraktur. Und bei der Humeruskopffraktur ist es so, dass wenn der Nervus radialis durch einen Trümmerbruch im Humeruskopfbereich geschädigt werden kann, dann hätten wir einen Ausfall der Muskulatur. Deswegen ist es wichtig, den Verlauf des Sulcus Nervi Radialis zu kennen. Und die beiden Köpfe vom Trizeps setzen sowohl lateral als auch medial unterhalb des Sulcus Nervi Radialis an der Dorsalfläche des Humerus an und verlaufen nach distal, also nach unten, und setzen am Olecranon an. Funktion: Extension, unabhängig von der Position. Sowohl beim Bankdrücken mit breitem Griff als auch mit engem Griff spielt das keine Rolle. Die beiden Köpfe arbeiten so und so. Als auch beim Trizeps drücken French Press über Kopf, also in Anteversion, das ist die Retroversion, das ist die Anteversion, das ist die Abduktion, Notia nomina anatomica. Lagebezeichnungen am Körper sollten vorhanden sein, sollten geläufig sein. Wichtig ist der lange Kopf und auf den gehen wir jetzt ein. Auch der lange Kopf wird vom Nervus radialis innerviert. Hier ist es jetzt sehr wichtig, dass wir verstehen, wo inseriert der lange Kopf des Musculus triceps brachii. Und das caput longum inseriert definitiv am Tuberculum infraglenoidale meiner Scapula und läuft quasi zwischen einer Muskellücke zwischen teres minor und teres major. Der teres major ist nur eine Abspaltung des latissimus dorsi. Man könnte ihn quasi als kleinen Bruder des latissimus bezeichnen. Und wenn man sich im Präparationssaal die Leichen anschaut, dann ist es ein Theorem. Denn es ist tatsächlich so, dass ich sehr häufig den teres major gar nicht auffinden kann. Das ist in der Theorie, im Lehrbuch, im Netter oder wo auch immer, im Prometheus, das sind so diese Standardwerke der Anatomie des Menschen im Medizinstudium. Aber es ist so, man kann den teres major sehr häufig nicht vom latissimus unterscheiden, zumindest nicht in vivo. In vitro mag das richtig sein, aber nochmal zurück zum caput longum. Caput longum inseriert am Tuberculum infraglenoidale der Scapula und ist insofern ein zweigelenkiger Muskel. Zweigelenkige Muskeln, für die gilt genau dasselbe Prinzip, wie ich es für den Bizeps, das caput longum, bereits beschrieben habe. Und zwar gibt es hier eine Höchstkontraktionsposition, wo der Arm quasi hinter dem Körper sich befindet und ich die Extension initiiere. Eine mittlere Position wäre in etwa der French Press und eine gestretchte Position, eine Stretch-Position, wo ich sowohl fasziale Dehnung habe, als auch das Sarkomer größtmöglich gedehnt ist. Also die Distanz zwischen zwei Z-Scheiben größtmöglich ist. So, welche Positionen wären jetzt möglich, um einen Muskel wie den Trizeps brachii zu trainieren? Es gibt, wie gesagt, die Überkopfübungen,
Also in Anteversion, das wäre die Stretch-Position. Eine hervorragende Übung, die den langen Kopf überwiegend belastet. Und die anderen beiden Übungen, also zum Beispiel Trizepsdrücken am Seil oder auch Extension wie Kickbacks, da spielt es keine Rolle, weil die beiden kurzen Köpfe, Caput mediale und Caput laterale, beide vom Nervus radialis innerviert, Insertion unterhalb Sulcus nervo radialis von der Fascia dorsalis des Humerus, kontrahieren so und so. Also wenn ich einen Muskel optimal entwickeln möchte, dann sollte ich versuchen, drei Übungen in mein Programm mit einzubauen. Diese drei Übungen sollten wie im Bizeps eine Übung in der Stretch-Position sein, am Sinne vom Bizeps brachii, also hinter dem Körper. Der Humerus befindet sich im Glenohumeralgelenk in Retroversion, 45 Grad geneigte Schrägbank. Die mittlere Position im Sinne vom Langhandelcurls und die Höchstkontraktion in Anteversion. Hier gibt es auch eine Maschine mittlerweile von Hammerstrange oder man bedient sich dem Scott Curl, wobei die Position hier nicht sonderlich stark akzentuiert ist in Anteversion. Man kann hier am Seilzug arbeiten, Rückenlage. Wichtig ist nur, dass das Caput Longum angenähert ist. Das heißt, das Caput Longum, ich rekapituliere, sitzt am Tuberculum oder der Ansatz des Caput Longum, Tuberculum supraclenoidale, also oberhalb der Gelenkpfanne und besitzt auch eine Konnexion mit dem Labrum, also mit dieser Vergrößerung der doch relativ kleinen Pfanne. Das Schultergelenk solltest du immer im Fokus behalten. Das Schultergelenk, ich wiederhole nochmal, ist ein kapsulär gesichertes Gelenk, wobei die Muskulatur der Rotatorenmanschette eine ganz wichtige Bedeutung besitzt. Das Hüftgelenk, Articulatio coxae, ist ein ossär, ein knöchern stabilisiertes Gelenk. Wir haben einen verhältnismäßig kleinen Kopf. Das Caput femoris ist relativ klein im Verhältnis zu der großen Cavitas, also großen, Gelenkfläche. Ja, das bedeutet also, die artikulierende Fläche ist deutlich größer und der Kopf ist relativ klein und die Gelenkpfanne relativ dazu gesehen groß. Im Schultergelenk haben wir einen großen Kopf mit einer kleinen Pfanne, also wenig Stabilität. Das musst du immer berücksichtigen. Daneben spielen natürlich jetzt im Bizeps und im Trizeps-Training noch die Wiederholungen eine Rolle. Das sind kleine Muskeln, die können wir nicht mit sehr viel Gewicht belasten. Insofern, neben der Auswahl, der intelligenten Auswahl der Übungen, der Wiederholungen und natürlich des Gewichts, sollte man auch immer berücksichtigen, dass das Training zwar ein wichtiger Faktor ist, ein sogenannter essentieller Faktor für unser angestrebtes Muskelwachstum. Was du aber niemals, jemals, in keinem Fall vergessen darfst, ist das Mikrobiom und der Hormonhaushalt. Wenn dein Hormonhaushalt nicht stimmt, dann wirst du nur sehr begrenzt Muskeln aufbauen. Du brauchst als Athlet ein Cortisol-Tagesprofil, damit wir sehen können, wie weit bewegst du dich inzwischen schon im Bereich vom Übertraining. Dann brauchen wir verschiedene andere hormonelle Parameter. DHEA, Testosteron, Progesteron, Estradiol. Am besten im Speichel oder gegebenenfalls auch im Blut. Im Blut ist es oft einfacher, da es die Kasse bezahlt. Speichelanalysen werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht von der Kasse finanziert. Aber das sind ganz wichtige Parameter, um auch bei Athleten, die mit Hormonen arbeiten, zu sehen, wie weit können wir noch mit unseren Hormonen arbeiten. Denn alle Anabolen, Androgene, Steroide binden an den Cortisolrezeptor. Und der Second Messenger wiederum löst dann die entsprechende Veränderung an der Genetik aus, also am Genom. Das bedeutet aber, alle Steroidrezeptoren können auch gesättigt werden und können blockiert werden. Und alle Anabolen, Androgene, Steroide
binden an den Cortisolrezeptor mit unterschiedlicher Affinität. Insofern, wenn ich dann hart trainiere und noch anabole androgene Steroide nehme, vor allem Trenbolon, dann kann meine Nebenniere das nur in einem gewissen zeitlichen Rahmen kompensieren. Das bedeutet, für einen Athleten, der diesen wichtigen, essentiellen Aspekt nicht beachtet, gerate ich relativ schnell in einen Bereich, wo ich einen definitiven Cortisolmangel habe. Und das führt zu Entzündungen, zu chronischen Verletzungen, depressiver Verstimmtheit, Schlafstörungen, chronischen Erkrankungen. Das bedeutet also, neben dem Training, das ist nur der Vollständigkeit halber, spielen die Hormone und die Darmflora eine ganz wichtige Rolle. Denn du bist nicht, was du isst, mein Freund. Nein. Du bist, was du resorbierst. Und wenn deine Darmflora mit einer resorptiven Fläche von 2 Fußballfeldern, mit einem Mikrobiom, von einer bakteriellen Vielfalt von 10 hoch 14 aus dem Gleichgewicht geraten ist, dann kannst du mit keiner Übung der Welt das kompensieren. Wenn du Fragen hast, Wettkampfbetreuung, medizinische Fragen, gesundheitsspezifische Fragen, hormonelle Fragen, dann bitte ich dich an mich zu wenden und wir können gegebenenfalls ein Online-Gespräch führen. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald. Die Supination des Unterarms ist eine Funktion des Bizeps brachii, der nicht an der Ulna ansetzt, sondern an der Tuberositas radii. Das Caput longum des Bizeps brachii entspringt vom Tuberculum supraglenoidale der Scapula. Der kurze Kopf hingegen, Caput breve, entspringt vom Processus coracoideus, ebenfalls an der Scapula. Und wirkt insofern nur als Eingelenkemuskel. Und der lange Kopf wirkt als zweigelenkiger Muskel.